Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Rogue Legacy. Ja, gucken wir mal, was für ein Erben wir dieses Mal nehmen. Oh, mal wieder ein Shinobi. Der schneller bewegt. Eine Barbarin ohne irgendwas. Und ein Neve, der bei dem MP und HP vertauscht sind. Nee, ich mache jetzt erstmal wieder einen einfachen Farm Run. Deswegen nehmen wir die Barbarian Queen dazu. Und wir schalten mal den Lich frei. Der ist auch ziemlich mächtig. Was der kann, zeige ich euch dann nachher. So, und das restliche Geld müssen wir da wohl leider Sharon geben. So. Hier hast du das Geld, Sharon. Kauf dir was Schönes davon. Und dann geht's mal ans Gold sammeln. Und ja, ich werde das wirklich so gut wie jedem Run so machen, dass ich erst das Schloss säubere und dann den Wald anfange. Und zwar so lange, bis wir stark genug sind für den Boss. Also den ersten Boss. Oh, das ist ein böser Raum. Aua, blödes Skelett. Wirf deine Hühnerknochen nicht hier rum. Und der Ritter hier, der soll auch nicht mit seinen Schockwellen hier so angeben. Uah. Das ist übel. Ja, super, jetzt sind wir schon wieder hier unten. Und haben einen Haufen Schaden genommen. Und irgendwie mache ich als Barbarian Queen verdammt wenig Schaden. Ups, falsch. So rufe ich das auf. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Niedrigere Stärke und HP als Barbarin. Naja. Gehen wir halt die Kanonen von hier unten. Die geben uns als nächstes auch etwas Leben. Das Bild ist nicht böse, aber das Skelett da ist böse. Ja, das ist fast mit seinem Knochen erwischt. Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Ihr roten Metalldinger hier. Ja. Nein, runter will ich erst einmal. Jetzt will ich den da töten, so. Und einen Haufen Gold im Kronleuchter. Du bist auch kein böses Bild. Wow. Dem Eis gekonnt ausgewichen, aber dafür in den Magier gesprungen. Ah, Chicken, so. Etwas Gold. Und ja, wie die sich dauernd selber zerstören, habe ich auch noch nie richtig begriffen. Oh, Maya. Oh, den Maya gibt es was ganz Tolles. Was ich da gerade sehe. Und zwar Mimikyu. Boah. Und super Guardboxes. Verteidigungsdinger. Wieso hat man sowas im Mittelalter überhaupt schon? Solche Dinger, die Raketen verschießen. Oh. Fläschchen. Oh. Fläschchen ist ein bisschen stärker, aber auch nicht so stark. Ah, hier ist der richtige Maya-Übergang. Mit Chicken. Hier ist auch noch Chicken und der Ritter hat auch noch Chicken dabei. Ja, wir klauen irgendwelchen grauen Dämonenrittern ihre Essen, ihre Marschverpflegung. Aber das war nicht so klug. Die Night Racers. Die haben eigentlich kein besonders heftiges Feuerintervall. Die Kanonen da und die springen trotzdem rein. Nee, nee.
Das war blöd. So, jetzt gehen wir mal hier rechts weiter. So. Hey, ich wollte nicht springen, ich wollte eigentlich runterspringen. Ja, der Breakdance-Zombie. Und wieder ein grauer Ritter. Der hatte diesmal keine Barschverpflegung dabei. Dafür haben wir hier einen korrupten Ritter, der uns eins auf die Mütze gegeben hat. Runter erst einmal. Und ich darf nicht vergessen, ich habe noch die Dash-Rune. Take no damage. Aber das ging schief. Egal. So, genau. Langsam habe ich das mit dem Dashen auch ein bisschen besser raus. Feuerspucker da oben, das ist ein Doomwatt. Nee, nee. Da ist schon wieder der Bossraum. Gold. Gold ist immer schön. Hier steht gleich am Anfang der Truhe. Und der Leben noch, bevor er zaubern kann. So. Zombies, die aus dem Boden. Wo bitteschön kommen Zombies aus dem Boden? Das müssten wir beide erklären. Also ja, ich weiß, dass Zombies aus Gräbern kommen, aber... Nee. Okay, hier geht's zum Wald. Hier will ich aber noch nicht hin. Ach nee, das sind zwei Räume, die kann ich auch zurückgehen. Also ich will nicht unbedingt porten. Ich glaube, das Porten dauert länger. Hier ist auch der Wald. Und hier sind Schneebälle werfende Skelette. Stärkere Feuermagier. Und da hinten fliegt der Weihnachtsmann. Kopflose Skelette. Pferde? Ja, kopflose Skelette. Hätte ich jetzt noch kopflose Schädel gesagt? Oh, wow. So, den Blaze-Lock da mal ausschalten. Aber hier will ich eigentlich noch gar nicht wirklich lang. Ich will erstmal nämlich, ja genau, da drüben gibt es noch ein paar Räume hier im Schloss zu erforschen. Erstmal hier runter. Oh, endlich mal ein Journal-Eintrag. Hier haben wir Tagebucheintrag Nummer 2. Also ja, er beschwert sich erst einmal, dass obwohl er das älteste Kind ist, er nicht der Liebling vom König war. Und dass er immer der Meinung war, dass der König ihn mit nichts zurücklässt. Aber wenn er die Heilung für den König findet, denkt er, dass sich alles verändert. Und dass er dann nach dem Tod des Königs den Thron besteigen wird. Und dass seine Frau und seine Kinder dann wieder zurück in den Palast einziehen dürfen. Zurück in die königliche Stadt und dass sie dann so behandelt werden mit dem Respekt, den sie verdienen. Und er will nie wieder um Gaben und so weiter bei seinen Verwandten betteln. Er will, dass die anderen Herzöge sich vor ihm verbeugen. Ja, der Typ war wirklich ein Arschloch. Aber er muss weitermachen, steht hier noch. Und seine Prioritäten sind klar. Das Schloss erobern, das Heilmittel finden und seine Belohnung kassieren. Ja. Viel Spaß dabei. Wow. Das war haarscharf. Hier ist nichts mehr sonst. Wieder sein blutendes Auge. Und hier geht's runter in die Katakomben. Ins Land der Dunkelheit. Und da wollen wir nicht hin. Wir haben oben noch ein paar Sachen zu säubern. Und zwar hier. Oh ja, der unnützeste Raum überhaupt. Die Jukebox.
Hier können wir andere Musik einsetzen. Aber eben sobald wir den Raum verlassen, kommt die normale Musik wieder zurück. Ja, die Feed All Enemies, ist klar. Womit denn? Okay, dann haben wir jetzt soweit das Schloss gesäubert. Ja, haben wir. Dann geht's jetzt ab in den Wald. Weil als Barbar kann ich den Boss definitiv vergessen. Die Etage habe ich gesäubert. Gehen wir mal hier weiter. Wow, die Glacians hier oder die Earth. Gott, sie sind fies. Und da ist Mr. Bones. Oh. Das war haarscharf. Ah, ich hasse diese Spuckerviecher. Silver Bracers gefunden. Stirb. Blöde Pflanze. Und ja, hier sind Pilze, die wir nicht essen können, sondern zerhauen können. Macht Sinn, oder? Gehen wir mal. Obwohl, nehmen wir den normalen Waldeingang, da sind die Gegner vielleicht etwas leichter. Die Leben haben wir eh nicht mehr. Nur noch 61, wenn ich das richtig sehe. Okay, gehen wir einfach mal hier geradeaus. So. Da oben ist schon wieder so ein blöder Erdmagier. Im Allgemeinen sind sie relativ einfach, solange man sie rankommt. Aber wenn man nicht, eben nicht an sie rankommt. Okay, take no damage. Okay, auf jetzt zu take no damage. Aber es war ein guter Run, oder? Ja, wir haben definitiv viele Gegner getötet. So, jetzt suchen wir uns mal einen Heiler wieder aus. Paladin Neve. Der ist weitsichtig und ist mager. Ja, ist mir aber immer noch lieber als der Mage und der andere. Sir Skunky. So, hier könnte ich mal den Shinobi upgraden zu einem Hokage. Sehr schön. Und ich kann Armor endlich upgraden. Downstrike. Das klingt auch nicht schlecht. Im Augenblick will ich nämlich noch keine neue Ausrüstung. Und Rüstung upgraden. So, jetzt gucken wir aber mal, was wir Neues in Ausrüstung bekommen haben. Nighthelm. Ja, den könnten wir fast sogar anziehen. Hier haben wir nichts Neues, aber hier haben wir Night Limbs, machen Magie hoch und die machen auch Magie hoch, also nicht unbedingt was Tolles. Und das Night Cape, Critical Damage, nicht wirklich. Und ja, wir sind weitsichtig und wir haben neue Rune. Hier haben wir eine neue Vault Rune, damit könnten wir zweimal springen. Und eine Siphon Rune, eine neue. Brauchen wir nicht so unbedingt. Nein. Geben wir lieber Cheryl wieder Geld. Und auf zum nächsten Run. So, ich will mal kurz gucken, was kann, hat er denn eigentlich Tolles? 100% Base Stats. Also der Paladin ist wirklich der ausgeglichenste von allen. Ja, man merkt, er macht schon mal mehr Schaden als der Barbar. So, aber wir sind weitsichtig, das heißt, wir sehen um uns herum selber nicht so wirklich gut. Also ein bisschen irritierend ist. Du bist
kein böses Bild, aber wirklich ein böses Skelett. Und hier haben wir das Blattkleb. Oh, sehr nett. Gut, hier geht's weiter. Flamelock und sowieso Eismagier. Und hier geht's wieder. So. Oh, hier ist gleich der Boss. Ups. So. Guardboxen hätten wir auch einfacher töten können, aber so finde ich es irgendwie lustiger. Blöde Augen. Und da habe ich gerade den Doppelsprung gerettet. Also ja, ich würde schon gerne nochmal den Boss probieren. Hier dem One. Deswegen gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Huch, das kann jetzt, hätte jetzt fast in die Hose gehen können. So. Okay, du bist ein Dummbass. Bist du auch eins? Nein. Aber da hinten ist ein schießendes Auge. Und Gold. So. Huch, das war knapp. Wow, fliegen wir weit. Hat uns der blöde Ice Mage einfach einmal getroffen und wir sind so weit geflogen. Ja, gehen wir erstmal hier unten wieder lang. Hier runter und dann wollen wir hier nach rechts. Das mit den Stacheln ist auch immer so eine Sache. Boah, das war knapp. Du bist kein böses Bild. Bist du ein böses Bild? Nein, aber du bist ein böses Auge. Das war ein böses Bild. Aua. Take no damage. Ha, das haben wir tatsächlich geschafft. Haste Wound. Ah, dafür hat's runtergehen Aua gemacht. Und von der blöden Guardbox getroffen werden, hat noch mehr Aua gemacht. Also ich glaube, da können wir in dem Moment den Boss vergessen. Warte mal, ich bin... Wow. Hilfe. Ah. Blöde Flamelocks, die nicht sterben wollen. Und wieder ein Flamelock. Tot. Okay, hier brauche ich den Dash, um durchzukommen. Und hier geht's wieder in die Lands of Darkness. So, hier wieder durchflashen. Machen du was? Du bist keiner? Nein. Und hier geht's in den Wald.
Da will ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Deswegen teleportieren wir uns jetzt zum Eingang zurück. Also ja, ich denke mal, wenn ich noch ein bisschen mehr Heft zusammenkriege. Oder auch nicht. Oder doch, vielleicht. Dann versuche, gehe ich doch noch mal zum Boss rüber. Du bist kein böses Bild, du bist auch kein. Es dauert diese jede Menge Feuerspucker. Du bist ein böser Ritter. Kein Chicken. Aua. Mann, dass ich auch immer so weit weg muss bei so einem Treffer. Naja, ich bin ein Federgewicht. Okay, das ist relativ einfach. Wenn man nicht in die Stacheln reinspringt. So. Oh Gott, wieder der Clown. Das sind wir wieder wahrscheinlich wieder. Oh, diesmal bin ich über. Bin ich unter 20 verfehlte Ziele gekommen. Ah, wenigstens etwas Gold. Und weg. So. Gucken wir jetzt hier oben links mal rein. Och, das war vielleicht nicht so gut. Doch, wir haben beide erwischt. Aua. Du wagst es noch zu stehen, du blödes Skelett. Und hier sein Secret. Die Vampirrune fürs Schwert. Sehr, sehr gut. Wow. Nein, das war der falsche Knopf. Wie wollte das hier eigentlich? Kann mir mal einer erklären, wie das da gehen soll? Nein, tot. Aber wir haben einen guten Run hingelegt. Und das soll es auch mal wieder gewesen sein für die Folge. Bis zum nächsten Mal.